Moin und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe von SWTOR aktuell. Nach zweiwöchiger Zwangspause mehr oder weniger soll es jetzt weitergehen. Wir befinden uns im Countdown für 7.0. Ja, nicht mal mehr eine Woche bleibt übrig, es sei denn, sie kommen jetzt am heutigen Tag im Verlauf des Abends oder am Wochenende oder am Montag doch noch auf die Idee zu veröffentlichen. Hey, wir verschieben das noch um 2 Monate. Aktuell sieht es nicht danach aus. Wir schauen dementsprechend nochmal so ein bisschen drauf, wie bereiten wir uns denn am besten möglichen vor, damit wir am Dienstag dann einwandfrei in 7.0 hineinstarten können. Zu aller Anfang, ich bedanke mich natürlich nochmal für die Genesungswünsche. Ich hatte vor, einer halben, dreiviertel Woche einen Community-Beitrag verfasst und da eben entsprechend die meine Abwesenheit so ein bisschen hier in der Videoproduktion erklärt, weil einer gefragt hatte, nein, es war nicht das böse Wort mit C. Ich kam trotzdem um einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nicht drum rum. Dementsprechend war das ein bisschen schwierig mit Videoproduzieren, da das Ganze natürlich auch ungeplant kam, wie das immer so ist. Soll uns nicht weiter stören, wir machen weiter. Fangen dabei erstmal an mit einem Thema, was mehrfach jetzt auch schon in den Kommentaren angesprochen wurde. Das soll auch uns jetzt nicht länger aufhalten. Es geht dabei um die sogenannte Alder Lake-Generation der Intel-Prozessoren. Das heißt, die 12. Generation der Intel-Prozessoren kam ja im Herbst vergangenen Jahres raus und da gab es dann von Anfang an eigentlich Probleme mit SWTOR. Das heißt, irgendwas hat da beim Spiel nicht funktioniert. Die sind sich nicht einig geworden, die Prozessoren und das Spiel. Und die Folge oder ja, die Folge des Ganzen war, dass die Spieler eben entsprechend nicht spielen konnten. Seit Ewigkeiten ist BioWare da wohl dran gewesen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert jetzt und ich glaube, in der vergangenen Woche gab es jetzt endlich eine offizielle Lösung dafür. Es gab vorher in den Foren bereits inoffizielle Lösungen, die von BioWare allerdings nicht unterstützt wurden, wo BioWare auch ganz klar gesagt hat, hier Terms of Service, ne? Also Nutzungsbedingungen, wenn ihr an den Spieldateien selbst rumschraubt, dann seid ihr selbst schuld, wenn dann was kaputt geht. Da gab es, wie gesagt, eine Bastellösung, aber da kann man halt jetzt nicht wirklich sagen, hier macht das mal, weil, naja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn jemand sagt, mach das mal und dann geht was kaputt, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Jetzt gibt es eine offizielle Lösung. Ich packe euch dafür einen Link unten in die Videobeschreibung, falls ihr das nicht schon selbst mitbekommen habt. Da gibt es auch im deutschen Forum entsprechend einen Lösungshinweis, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, für die 5 Leute, die schon mit der 12. Generation hier spielen, das sind wahrscheinlich nicht allzu viele, da, wie gesagt, die Generation gerade jetzt erst im Herbst rauskam. Aber für wen das interessiert und der noch keine Lösung gefunden hat, es gibt jetzt eine. BioWare gibt da entsprechend ein paar Abhilfen, gibt ja da Unterschiede. Entweder man spielt über Steam oder man spielt über den direkten Launcher. Je nachdem, was man da hat, muss man unterschiedliche Sachen machen. Ist alles beschrieben. Schaut euch das in Ruhe an, wenn euch das was angeht. Ansonsten könnt ihr das einfach ignorieren. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal an. Wie kommen wir am idealsten denn über das Update 7.0 hinweg und starten dann sozusagen in die neuen Inhalte und in das neue Update ohne größere Probleme. Damit das alles reibungsfrei funktioniert, habe ich in einem bereits bekannten Dokument, das sollte nicht das Neueste sein, das ist schon immer wieder mal als Link unten in den Videobeschreibungen drin gewesen, heute auch wieder. Da könnt ihr nachschauen, da sind etliche Themen drin, die vom PTS bekannt sind. Das heißt, da wird einiges dann wahrscheinlich auch einfach, da fliegt dann hinten das in Klammern PTS raus und dann ist das offiziell, weil je nachdem, wie viel sich dann noch daran getan hat, tut sich da noch was oder eben auch nicht. Und dort in diesem Dokument gibt es jetzt eine neue Seite, beziehungsweise da sind in letzter Zeit ein paar neue Seiten hinzugekommen. Wir blenden das Ganze einmal hier in den Vordergrund ein, dass wir uns das Ganze mal anschauen können. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand. Ihr seht, das sind einige Seiten. Ihr kommt hier hinten über den Link eben entsprechend auch immer auf die entsprechende Seite. Das heißt, ihr müsst hier unten nicht lang rumscrollen, sondern ihr könnt hier entsprechend euch die Sachen raussuchen. Da gibt es hier vorne gleich eine Seite, die nennt sich 7.0 Start. Und da haben wir ein paar Sachen, ist eine Menge Text, könnt ihr euch in ganzer Ruhe nochmal durchlesen. Jetzt, wie gesagt, sprechen wir einmal ganz kurz drüber, was denn für 7.0 die besten Vorbereitungen sind und wie man dann mit 7.0 reinstartet in das Ganze. Zur Vorbereitung in dieser Woche, die jetzt gerade läuft, wir sind ja jetzt bloß noch eine Handvoll Tage vom eigentlichen Update entfernt. Denkt bitte dran, wenn ihr Charaktere habt, die in einer Gilde sind und die Gilde nimmt an Eroberung teil und schließt auch das Gildeneroberungsziel ab, dann müsst ihr für die kommende Woche, wenn ihr dann eure Gildenbelohnung einsammelt, müsst ihr allerdings 100.000 Punkte Eroberung haben. Das heißt, es reicht nicht,
50.000 Punkte zu machen. Mit 7.0 wird das Eroberungsevent, das persönliche Eroberungsziel, auf 100.000 Punkte angehoben. Das heißt, wenn das Spiel nächste Woche gestartet wird, dann hat das Spiel nur diese 100.000 Punkte als Referenzpunkt. Habt ihr in dieser Woche nur 50.000 Punkte gemacht, bekommt ihr keine Gildenbelohnung. Das heißt, macht 100.000 Punkte, das ist doppelt so viel, wie ihr eigentlich machen müsstet, aber dafür bekommt ihr dann trotzdem in nächster Woche die Gildenbelohnung. Da ist jetzt nichts Besonderes drin, aber es ist natürlich Erfahrung, es sind verschiedene andere Sachen mit bei, die man mitnehmen kann und warum nicht. Das heißt, alles, was man jetzt macht, dementsprechend kann man dann schon als zusätzliche Erfahrung und als weitere, als kleinen Start sozusagen direkt erstmal mitnehmen. Schadet nicht. Hier steht der Hintergrund auch nochmal ganz klar aufgeteilt. Mit 7.0 wird die benötigte Punktzahl für das persönliche Eroberungsziel auf 100.000 Punkte angehoben. Und um die Gildenbelohnung aus der Woche davor zu bekommen, muss man dementsprechend auch die neue Punktzahl haben. Das heißt, das Spiel weiß dann nichts mehr von den 50.000. Dementsprechend kriegt man nichts, wenn man nur 50.000 zusammengesammelt hat. Bitte beachte die unten stehende Liste an Gegenständen, die mit 7.0 aus dem Spiel entfernt werden, einlösen oder verkaufen. Da haben wir hier unten rot überschrieben eine Liste an verschiedenen Gegenständen, die jetzt aus dem Spiel rausfliegen. Wir wissen ja, das gesamte Ruhmsystem zum Beispiel fliegt raus. Das heißt, es gibt keine Ruhmkisten mehr, die sollte man also alle aufmachen. Es gibt keine, weil da sind Sachen drin, die kann man noch für mehr Geld verkaufen oder für oder halt auch zerlegen. Es gibt diese Ruhm-Trophäen nicht mehr, es gibt keine Ruhmschübe mehr und. So, und da können wir hier eben entsprechend bei den Ruhmgegenständen reingucken. Die Ruhmkiste fliegt raus, beziehungsweise was heißt, sie fliegt raus? Das Spiel kauft uns mit, in dem Moment, wo wir uns einloggen das erste Mal dann, kauft uns jeden Gegenstand pro Stück für 100 Credits ab, wenn nicht anders dargestellt. Das heißt, eine Ruhmkiste, wenn wir davon noch drei haben, dann bekommen wir 300 Credits dafür. Ist jetzt nicht viel. Aber wenn wir die Kiste jetzt vorher noch aufmachen und die Sachen da drin verkaufen, dann sind das ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Credits. Ne? Oder wenn wir es zerlegen, kriegen wir noch Tech-Fragmente dafür oder so ein Kram. Dementsprechend guckt, dass ihr davon keine Kisten mehr irgendwo rumzuliegen habt. Genauso wie die Ruhmtrophäen. Entweder einlösen, was nicht mehr viel bringt, oder vielleicht kann man die auch verkaufen. Ich weiß nicht, was die vielleicht jetzt im Verkauf schon geben. Ich weiß es zum Beispiel beim Kristall der Albtraumwut. Das sind diese Nightmare-Kristalle, die man sich bauen kann. Wenn man die beim Händler verkauft, kriegt man 365 Credits, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, da bekomme ich jetzt aktuell mehr für, als wenn ich 100 Credits pro Stück kriege, wenn das ganze Update dann eben entsprechend live ist. Also durchgucken, was man noch hat. Bringt es das was, dass man das verkaufen kann? Gibt das mehr Credits? Ansonsten lasst es einfach liegen. Es gibt ja auch Sachen wie hier Sozialschub oder sowas. Sowas kann man nicht verkaufen. Ja, das wird dann mit dem Update 7.0 eben entsprechend einfach eingelöst. Ihr bekommt die Credits dafür zu gut geschrieben und das war's. Ne? Dann gibt es hier so ein paar Sachen wie zum Beispiel das Ruhmabzeichen oder der Ruhmschub auch. Der gibt 1000 Credits oder 5000 Credits. Ne? Oder auch hier das Token der Geselligkeit. Das sind diese Sozialtoken, die man aus der ersten Saison beziehungsweise aus den Login-Belohnungen bekommt. Da kriegt man ab und zu mal so Sozialtokens. Und die werden eben entsprechend hier zum Beispiel für 5000 Credits eingelöst. No? Kommandoschübe, wer davon noch was hat, das ist ja ganz uralt, der kann eben entsprechend da auch noch ein bisschen was abgreifen. Da gibt es auch nochmal 100 Credits pro Stück. Und aber auch hier ganz vorne sehen wir, taktische Gegenstände fliegen auch raus. Das heißt, wer zum Beispiel hier Form des reißenden Gottes hat oder die aufgeladene Klinge oder sowas oder das Schlaf ein vom Attentäter, die Sachen werden aus dem Spiel entfernt und die werden eben entsprechend für 100 Credits eingetauscht. Und das war's. Das heißt, Bioware hat für diese Gegenstände keine Verwendung mehr oder sieht die Sinnhaftigkeit dieser Gegenstände innerhalb des Spiels nicht mehr und dementsprechend fliegen sie raus. Ja, schaut mal kurz rüber, gerade was ihr bei euren Charakteren so im Inventar oder auch im Vermächtnisinventar drin habt, was ihr dort eben entsprechend noch vielleicht loswerden könnt oder halt einfach liegen lassen, dass es eingetauscht wird. Ja, und wie geht es dann mit 7.0 los? Mit der Veröffentlichung 7.0 muss man eine Sache beachten. Die neuen Währungen, die hinzukommen, haben ein wöchentliches Maximum. Das heißt, ich kann maximal zum Beispiel 999, das war auf dem PTS nicht 1000, sondern 999, Gegenstände oder Einheiten dieser Währung, zum Beispiel von den Medals of Commendation, pro Woche nur 999 bekommen. Bekomme ich mehr? Werden die einfach, verfallen die einfach, werden zerstört.
Das heißt, in dem Moment, wo ich mit 5 Charakteren mein persönliches Eroberungsziel abgeschlossen habe, bin ich beim Maximum angekommen, weil jeder Abschluss des Eroberungsevents im persönlichen Bereich gibt 200 Münzen. Dann habe ich also schon eine rüber. Und genauso wie bei den wöchentlichen Missionen, jede Woche Dienstag setzt dieser Fortschritt zurück. Das heißt, ich kann jede Woche immer 999 verdienen. Nächsten Dienstag um Mittag um 13 Uhr oder was wird er zurückgesetzt und dann wieder neu wieder die 999. Es gibt natürlich weiterhin auch ein normales Maximum. Man kann auch so nur 999 haben, beziehungsweise ganz wichtig, guckt halt drauf, was BioWare daraus gemacht hat. Vielleicht haben sie gesagt, okay, wir erhöhen das auf 1500. Kann auch sein, guckt drauf, dass ihr die Maxima da vielleicht nicht unnötig überschreitet. Man kann sich allerdings auch nicht viel aufheben, denn alles wird praktisch jeden Dienstag immer zurückgesetzt. Das heißt, ich kann mir nicht eine Quest vorbereiten und die dann die Woche drauf am Dienstag einfach fix abgeben. Das funktioniert dann nicht mehr, weil Quests werden automatisch mittlerweile abgegeben dann mit 7.0 und zusätzlich werden alle Fortschritte, die man gemacht hat im täglichen oder wöchentlichen Bereich, werden zurückgesetzt. Dementsprechend vorbereiten ist dann nicht wirklich viel drin. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Eroberungsevents natürlich möglichst schnell abzuhandeln. Und dafür gehen wir mal kurz ins Spiel, schauen hier in die Vermächtniskiste rein bei mir. Da haben wir hier unten in der Bank 5, haben wir hier diese Personal Conquest Requisition drin. Die geben 50.000 Eroberungspunkte. Das heißt, ich setze das Ding ein und habe sofort mein persönliches Eroberungsziel abgeschlossen. Ganz wichtig, das wird angepasst, dass da ab nächsten Dienstag dann 100.000 steht. Das heißt, das passt. Ich habe die jetzt hier schon gesammelt eine ganze Weile, wie man sieht. Das heißt, ich kann praktisch auf einen Schlag mir sofort 1000 Münzen zusammenholen, weil ich auf 5 Charakteren dementsprechend einmal so ein Token einsetze und auf 5 Charakteren dementsprechend einfach bloß die Punkte dafür kriege und damit den persönlichen Eroberungsziel abschließe, damit die Münzen in der Hand habe. Ob das Sinn macht, ist ein anderes Thema. Aber mit diesen Sachen kommt man recht schnell eben an die Münzen ran und muss nicht viel drumherum arbeiten. Das heißt, wenn ihr davon noch was habt, dann hebt die noch auf. Ab Dienstag kann man die dann durchaus effektiv einsetzen. Dann zum Thema Ausrüstung. Das Spielen der Story gewährt uns Ausrüstung bis zu einer Stufe von 318. So, die erste Verbesserung ist dann schon möglich, wenn wir die Story und das persönliche Eroberungsziel abgeschlossen haben. Denn wir bekommen für das Eroberungsziel 200 Medal of Commendations. Da warte ich immer noch auf eine sinnvolle deutsche Übersetzung. Das werden wir dann mit 7.0 hoffentlich haben. Wobei, wir kennen BioWare, die deutschen Übersetzungen sind in den ersten paar Wochen immer für die Tonne. Da fehlt immer einiges und sowas. Mal schauen. Wir nennen sie einfach mal so, wie sie im Englischen heißen. Sobald eine deutsche Übersetzung da ist, werden wir das eben entsprechend aktualisieren. Wir bekommen also die 200 davon. Nach Abschluss der Story haben wir ein komplettes 318er Ausrüstungsset. Und mit diesen 200 Münzen können wir exakt ein Upgrade kaufen. Das heißt, wir können auf Decurion 320 hochkaufen und haben dann eben entsprechend schon mal die erste Verbesserung drin. Und anschließend teilt sich das Ganze dann auf, je nachdem, was wir denn so spielen möchten. Das habe ich hier auch nochmal kurz dargestellt. In blau hier nochmal der Hinweis, für die legendären Gegenstände, also die Implantate, wo die Bonuseffekte drauf sind, muss man eine separate Quest nochmal im Versorgungsgüterbereich auf der Flotte annehmen und dann abschließen dementsprechend. Das haben wir auf dem PTS uns mal angeschaut, da steht so ein Typ rum. Da geht man hin, nimmt die Quest an, dann muss man ein paar Sachen erledigen, zum Beispiel Eroberungsziel abschließen, Heldenmissionen, PvP, Flashpoints, was auch immer. Und nach einer Weile hat man dann dementsprechend die Quest abgeschlossen, kann die abgeben und dann hat man Zugriff auch für die Implantate. Also da schaut drauf, dass er möglichst früh auf der Flotte euch die Quest holt. Das ist noch die Frage, ob diese Quest erst ab Level 80 verfügbar ist oder auch schon vorher. Da müssen wir dann mal schauen. Das ist halt auf dem PTS ein bisschen anders alles gewesen. Darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Das wird man dann ausprobieren müssen. Ja, und dann teilt sich das Ganze hier auf in die drei Bereiche. Oder drei, ne? Vier sind jetzt, wenn man richtig zählen könnte. Wir haben die Solo-Spieler, die haben natürlich die Möglichkeit, über die Eroberungsevents, über Helden 2-Missionen und tägliche und wöchentliche Gebiete eben entsprechend Währungen und Gegenstände zu sammeln und die können dann zum Verbessern der Rüstung auf der Flotte eben eingetauscht werden. Das Höchste, was man hier haben kann, ist Noble Decurion 326, auch hier die Übersetzung, ihr wisst Bescheid. Kommt alles. In den Flashpoints gibt es sowohl direkte Verbesserungen der bestehenden Ausrüstung, das heißt man bekommt Teile, die besser sind, die man direkt einbauen kann, aber es gibt auch Währungen, die man eben entsprechend wieder auf der Flotte eintauschen kann. Außerdem ist es nötig, dass man hier und da mal eine H2-Mission oder ein tägliches Gebiet macht,
um an weitere Währungen ranzukommen. Ne? Das heißt, wir haben uns ja mal die ganzen Währungen angeschaut. Einige davon gibt es halt nur in den täglichen Gebieten oder in den Helden 2 Missionen. Man braucht diese aber auch, um in den Flashpoints zum Beispiel da Ausrüstung zu verbessern. So, das heißt, das ist ein bisschen überschneidend. Das heißt, da muss man vielleicht von beidem etwas machen. Sollte aber nicht das Problem sein. Die höchste Ausrüstungsstufe ist auch hier 326. Das heißt, wir haben immer noch 3 von 320, was wir haben, 22, 24, 26, die Verbesserungen eben, die dort hochgehen. Zwischen den Veteranen und den Meister-Flashpoints wird nochmal unterschieden. Das heißt, in den Veteranen-Flashpoints gibt es Elite-Decurion und in den Meister-Flashpoints gibt es Supreme-Decurion. Da gibt es so kleine Unterschiede in den Werten und je nachdem, was man davon hat, kann man eben entsprechend aufwerten. Das heißt, Supreme-Decurion-Teile kann ich aufwerten, damit sie auch weiterhin Supreme-Decurion heißen und sind dann bloß eine Stufe besser. Und beim Elite-Decurion ist es eben ähnlich, bloß dass die halt immer, weiß ich, 2 oder 3 Zähler weniger haben von den verschiedenen Werten. Da können wir hier ganz hinten, wenn wir da mal reingehen, da haben wir hier die Elite-Decurion zum Beispiel. Das heißt, wir sehen hier das 320er-Set davon. Da sind hier 1449 Ausdauer zum Beispiel drauf und 940 Beherrschung. Und wenn wir hier reinschauen, dann sind das eben 995 und 1236. Das heißt, wir haben hier ein bisschen weniger Ausdauer, dafür ein bisschen mehr Beherrschung. Was natürlich für einen DPS, also einen Schadensspieler, durchaus eine gute Entwicklung ist. Dementsprechend hat das die Ausrüstung aus den Meister-Flashpoints natürlich eine höhere Wertigkeit, weil sie eben mehr darauf abgestimmt ist, was wir entsprechend auf unserer Klasse brauchen. Ja, im PvP gibt es auch ein eigenes Ausrüstungsset wieder, das ist das Tyrianische. Auch hier wird es nochmal eine bessere Übersetzung geben und da bekommen wir die Sachen eben entsprechend aus den PvP-Gebieten und aus den Missionen. Das heißt, da bekommen wir auch wieder Materialien und da können wir auf der Flotte dann auch wieder entsprechend eintauschen. Ihr seht, ich mache im Hintergrund immer noch so ein bisschen Korrektur von Tippfehlern und sowas. Das passiert halt immer wieder. Ja, und bei den Operationen ist es genau dasselbe in grün. Ne? Wir gehen in die Operation rein, legen die Bosse, bekommen dort schon teilweise Ausrüstung, die wir direkt verbessern können. Und andere Sachen werden eben mit Währungen und Materialien auf der Flotte eingetauscht. Auch hier kann es notwendig sein, dass man mal eine Helden 2 Mission oder ein tägliches Gebiet macht, um noch weitere Materialien zu sammeln. Ausrüstungsstufen sind hier ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, im Story-Modus, da ist das Tyrianische Gear, das geht aktuell bis 322. Dann kommt der Veteranen-Modus, das nennt sich dann Kulumi. Und geht bis 326 und im Meistermodus, wenn man da dann unterwegs ist, dann geht das im Rakata-Set auch bis 330 hoch. Als Tipp, wer in Meistermodus-Operationen unterwegs ist und 330 sammelt, dann ins PvP-Gebiet geht. Ihr werdet alle auf 326 mit runtergestuft, das war ja schon angekündigt. 326 ist das, wo im PvP eben entsprechend die Ausbalancierung sozusagen der unterschiedlichen Klassen und Ausrüstungsstufen eben hingeschoben wird. Das ist also so ein bisschen die Vorgehensweise, wie wir in 7.0 wohl am einfachsten starten, um so einen kleinen groben Überblick zu bekommen, wie denn das Ganze funktionieren wird ab kommenden Dienstag. Das heißt, spielt die Story und anschließend spielt das, worauf ihr am meisten Bock habt und dann werdet ihr das Zeug bekommen, mit dem ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Egal was es ist, ob ihr solo unterwegs seid, ob ihr in Flashpoint mit kleinen Gruppen seid, ob ihr im PvP seid oder auch in den Operationen, eins nach dem anderen wird euch eben entsprechend Verbesserungen geben, wie das Ganze dann im Detail funktioniert, ist natürlich dann auch wieder so eine Frage. Wir haben auf dem PTS einiges an Daten gesammelt, wie zum Beispiel hier, wie die Preislisten aussehen. Ne? Das heißt, wenn man hier zum Beispiel die Noble Decurion Sachen kauft, die 320er Sachen, da braucht man eben die 200 Medals hierfür und ein paar Credits. Und wenn man das dann schon verbessern möchte mit Hilfe von Aquatic Resource Matrix, was man zum Beispiel aus den Heldengebieten bekommt, dann braucht man hier eben 800 Stück davon und nochmal 270 Medals. Das heißt, das wird aber alles dann über das Spielen hinweg eben angesammelt und dann bekommt man eben nach und nach die ganzen Sachen, die man braucht, um die Verbesserungen anzustoßen. Ihr seht aber auch, hier sind ein paar Sachen offen, weil soweit habe ich denn nicht geschafft oder habe keine Daten dafür eben entsprechend erheben können. Aber das werde ich dann auch nach und nach noch auffüllen, damit man hier eben die Summe immer sieht, was man denn braucht an Materialien, um das Ganze zu verbessern. Ja, ihr könnt hier gerne durch dieses Dokument weiterhin durchklicken. Das wird allerdings dann mit 7.0 nach und nach verschwinden und dann alles rüber in den großen Ausrüstungsguide gehen. Der wird grob überarbeitet. Das heißt, auch die taktischen Gegenstände, die da drin sind, die werden eben entsprechend rausfliegen, wenn sie nicht mehr da sind und die Set-Boni werden rausfliegen. Dafür gibt es dann die legendären Gegenstände, das heißt,
praktisch diese Liste wird dann hier übernommen, die ja auch schon drin ist, damit wir dort dementsprechend auch wieder auf dem aktuellen Stand sind. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Ist weiter für euch zur Verfügung. Das ist so ein bisschen ein Einblick gewesen, wie wir denn in 7.0 am besten starten können. Wie gesagt, diese Woche macht 100.000 Punkte, damit ihr nächste Woche eure Gildenbelohnung auch bekommt. Und dann spielt die Story und auf jeden Fall ein-, zweimal die mindestens ein-, zweimal die Eroberungsziele abschließen, damit ihr da auf die Medals kommt, damit die ersten Verbesserungen schon mal anlaufen. Und nach steigt man dann tiefer ein in das System, wie diese Verbesserungen ablaufen, je nachdem, was ihr eben entsprechend spielen wollt. Das soll das erstmal gewesen sein. Wir werden nochmal einen ganz kurzen Blick werfen ins Spiel und schauen nochmal nach, was sich hier eben entsprechend so getan hat. Wir sind in dieser Woche nochmal, ihr seht schon, ich habe auch die 100.000 Punkte hier voll gemacht auf dem Charakter. Relics of Gree ist jetzt diese Woche auch nochmal angelaufen. Das ist natürlich auch eine wunderbare Sache, dass wir jetzt ein Gree-Event nochmal haben. Wir hatten auch, ich muss mal gerade gucken, ich glaube, die letzte Eventliste ist ausgelaufen und die neue Eventliste, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Falls doch, Gree-Event haben wir jetzt gerade, Piraten-Event dann eben entsprechend ab 22. Februar. Das Jahrestags-Event läuft ja das ganze Jahr über. Dementsprechend haben wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was vor diesem Monat. Jetzt, wie gesagt, kommt ja erstmal 7.0 raus. Das heißt, wir haben andere Sachen im Kopf als irgendwelche Events. Ist ja auch ganz richtig und wichtig. Auch die zweite Saison beginnt. Ja, wir sind gespannt. Wir alle, glaube ich, wie gut das Update funktionieren wird. BioWare hat sich extra nochmal 2 Monate Zeit genommen. Hoffen wir mal, dass diese 2 Monate sich auch entsprechend gelohnt haben und dass da jetzt was rausgekommen ist, womit man auch arbeiten kann. Wäre jedenfalls wünschenswert. Kurzer Blick in den Kartellmarkt. Hier hat sich nicht allzu viel getan. Haben wir so eins der Fractured-Schwerter, was hier gerade im Angebot ist mit 40% Reduktion. Kann man ganz gut machen. Wobei 2800 immer noch unfassbar viel ist. Der Vectron Phantom, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, so ein kleines Ding hier, so ein bisschen. 2 Triebwerke links und rechts. Hat was irgendwie, aber naja, 1500 ist vielleicht auch ein bisschen zu viel dafür, dass er ja auch keine... Oh doch, der hat tatsächlich eine. Was macht der denn? Ah, er macht Licht an. Dafür zahle ich 1500, ja, für Licht an und aus. Hat er Hecklichter? Ne, hat er auch nicht. Naja, gut, dann können wir das lassen. Lab-Technischen Armor-Set ist jetzt hier gerade für 720 Münzen dementsprechend im Flash-Sale. Und man kann aber irgendwie... Ach doch, ich wollte gerade sagen, hier fehlen die Preview-Buttons. Das ist irgendwie ein bisschen... Naja. Ja, so soll das Ganze aussehen. Müssen wir da viel zu sagen? Ich glaube nicht, oder? Können wir eigentlich so wie... Warum ist das Gold? Ja. Naja. Ich weiß ja nicht. Wer auf so Laboranzüge steht, der kann da dem vielleicht ein bisschen was abgewinnen. Aber mal, um ehrlich zu sein, eher so meh. Ja? Dann machen wir hier mal ein Preview. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, wenn man das umdreht. Nee, der Großteil, also nicht mal einfärben bringt hier irgendwas, weil der Großteil von dem Set, wenn ihr mal genau darauf achtet, ne, der Großteil von dem Set, also die Hose hier zum großen Teil und das Bruststück auch im Endeffekt, alles, was so stoffmäßig unten drunter ist, das färbt einfach nicht mit. Also, selbst wenn ich hier weiß-weiß einbaue oder schwarz-schwarz einbaue, da ist immer noch so viel weiß drin. Oder ich sag mal dieses hellbeige, gräuliche. Nee. Also das ist weder 1440 im Normalfall wert, das ist aber auch kein Gold-Level. Also ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger dabei. Ne? Ja, das können wir, glaube ich, lassen. Ne, brauchen wir nicht weiter drum reden. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wir sind natürlich voller Vorfreude auf 7.0, also ich zumindest. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin auch noch eine Weile krankgeschrieben, dementsprechend kann ich das nächste Woche voll genießen. Es wird einiges an Videos natürlich geben dazu. Wir werden uns die Story anschauen, wir werden uns Ausrüstungsgedöns anschauen, wir werden uns die zweite galaktische Saison anschauen und die ganzen Sachen, wo sie jetzt doch noch in letzter Minute nochmal was dran gedreht haben. Kommt auf jeden Fall eine interessante Zeit jetzt auf uns zu. Ich hoffe, dass da möglichst viel von funktioniert, aber naja, man weiß ja nie. Das soll es erstmal gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Genießen der letzten Stunden von 6. irgendwas. Wo auch immer wir jetzt gerade sind, 7.0 kommt auf uns zu in immer größer werdenden Schritten und hoffen wir, dass das Ganze hier einwandfrei über die Bühne geht und eine Menge Spaß uns bringen wird. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich. Mein Name ist Theodor. Ich bin raus. Tschüssing!